Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Karmesin DLC. Wir sollen nach draußen gehen, wird uns gesagt. Dann gehen wir nach draußen und ich frage mich, wer da draußen auf uns wartet. Könnte es Joe sein? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. Oh nee, Hannah. Hallo. Schauen ihn endlich. Du kreuzst ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen auf. Egal, ich habe was mit dir zu versprechen. Es geht um die Sache von gestern. Du hast niemandem davon erzählt, oder? Von was redest du denn? Du weißt schon, wenn wir da getroffen haben, den Onkel vom Berg, ja. Ach, du nimmst mich doch nur auf den Arm. Ganz schön fies von dir. Tja, so bin ich nun mal. Das Ding, das wir auf der Treppe aufgesammelt haben, das hast du dabei, oder? Mein Opa kennt sich mit alten Legenden aus. Am besten fragen wir ihn um Rat. Aber am besten ohne, dass Joe es mitbekommt, oder was? Du weißt doch noch, wo ich wohne, stimmt's? Wir treffen uns dort, wer du trödelst. Los, zeigen wir Opa das Ding. Können wir nicht einfach zusammen gehen? Scheinbar nicht. Begib dich zu Hannas zu Hause. Wir gehen jetzt nicht mehr zu Joe nach Hause, nee, wir gehen zu Hannah nach Hause. So, da bin ich. Los, zeig mir Opa das Ding. Hier, bitte. Guten Morgen, Johnny. Oh, du bist Johnny. Morgen. Mister ist aufgestanden. Sollen wir zur letzten Infotafel aufbrechen? Joe, verzieh dich mal. Johnny und ich haben was zu besprechen. Ohne dich. Sei doch nicht so, Mensch. Mein Gott. Was aber? Warum darf ich nicht dabei sein? Das ist total unfair. Blöde Kuh. Wie hast du mich genannt? Lass mich in Ruhe! Was sollte das denn? Für Joes Verhältnisse war das ganz schön aufsässig. So behandelt man andere aber nicht, Hannah. Du solltest wirklich etwas netter zu deinem Bruder sein. Aber ich bin doch nett zu ihm. Haben wir keine geklatscht oder so? Ich mag sie. Wie auch immer, es gibt dringende Dinge zu besprechen. Stimmt's, Johnny? Zeig meinem Opa, du weißt schon. Hier. Ja, toll. Das kann nicht sein. Die Maske des Oni, woher hast du sie? Wir sind ihm begegnet, dem Oni, auf dem Maskenfest. Wir haben ihn freundlich angesprochen, aber er ist weggerannt und hat dabei die Maske verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oni auch heute noch unser Fest mit seiner Anwesenheit beehrt. Aber dieser Oni ist ziemlich klein. Ich meine ja nur. Wie meinst du das? Ist der Oni nicht der Böse, der das Dorf angegriffen hat? Ich bezweifle es. Es ist wohl an der Zeit, es dir zu sagen. Die ganze Geschichte ist in Wahrheit genau andersherum geschehen. Andersherum? Was soll das heißen? Du sollst es auch erfahren, Johnny. Immerhin bist du ebenfalls dem Ogapon begegnet. Ogapon? Ich werde euch die wahre Geschichte erzählen, wie sie seit Generationen in unserer Familie überliefert wird. Ja, ihr habt eine andere Überlieferung scheinbar als alle anderen. Toll. Wem soll ich jetzt glauben? Hör die Geschichte an. Ja, dann sag sie mir doch einfach. Wenn ich die wahre Geschichte erzählen soll, wird das etwas dauern. Hast du Zeit? Ja, ein bisschen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Die Geschichte wurde in unserer Familie stets mündlich weitergegeben. Ich selbst habe sie von meinem Vater gehört. Aha. Sie erzählt von der Wahrheit und darf auf keinen Fall mit anderen Dorfbewohnern geteilt werden. Ihr dürft sie also unter keinen Umständen weiterzählen, ja? Warum nicht? Okay. Okay. Ich wünschte, wir hätten eine Sprachausgabe. Aber wir sind in dem Pokémon-Spiel. Vor langer Zeit verehrten sich ein Mann und ein Oni aus einem fremden Land nach Katakami. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihrem Erscheinungsbild, das anders war als ihres. Deshalb verboten sie den beiden Reisenden, sich dem Dorf auch nur ansatzweise zu nähern. Die Zurückweisung der Dorfbewohner schmerzte den Mann und den Oni zutiefst. Doch sie spendeten einander Trost und führten in einer Berghöhle alsbald ein bescheidenes Leben.
Ein einzelner Dorfbewohner empfand jedoch Mitleid mit ihnen. Ein Maskenschnitzer. Er fertigte mehrere Masken für den Mann und den Oni an und schenkte sie ihnen. Das ist nett. Die prächtigen Masken waren mit glitzernden Edelsteinen aus der Heimat des Mannes besetzt. Mit den Masken konnten die zwei ihre Gesichter verbergen und sich unter die Dörfler mischen. Der Mann und der Oni waren überglücklich und dankten dem Maskenschnitzer für seine Güte. Mit von den Masken verdeckten Gesichtern wagten sie schließlich sich auf das Dorffest. In Nu sprach jeder über die beiden rätselhaften Besuchern mit ihren herrlichen Masken. Ehe sie sich versahen, verbreiteten sich selbst in ferne Lande Gerüchte über sie. Warum Gerüchte? Es sind nur Masken. Doch Geschichten über solche Kostbarkeiten erwecken oft mehr als bloße Neugierde. Und so kam es, dass bald ein paar habsüchtige Pokémon nach Katakami aufbrachen. Oh, die drei sind die Bösen. Sie schlichen sich in das Zuhause des Mannes und des Oni ein. Dort versuchten sie, sich der sorgfältig verwahrten Masken zu bemächtigen. Der Mann, der zufällig zugegen war, vermochte eine der Masken zu beschützen. Die übrigen drei Masken Indes wurden trotz all seiner Bemühungen von Pokémon gestohlen. Einige Stunden später kehrte der Oni zur Höhle, seinem sonst glücklichen Zuhause zurück. Doch er fand nur die Spuren eines Kampfes sowie die grüne Maske vor. Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die drei Pokémon, die sich mit den herrlichen Masken brüsteten, und fiel über sie her. Die anwesenden Dorfbewohner wussten nichts, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den herumwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. In ihren Augen schienen die drei Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die drei Gefährten und beteten sie zur Ruhe. Der Oni zog sich unterdessen verwundet und voll tiefer Trauer in seine nun einsame Höhle zurück. Das ist ziemlich deep für so ein Pokémon-Spiel. Hä, was zum? Das hat das arme Ogepon nicht verdient. Die drei Gefährten sind echt das allerletzte. Das ist ja das krasse Gegenteil von dem, was erzählt wird. Wir müssen das aufklären. Nicht so schnell. Ich habe dir doch bereits gesagt, dass du das für dich behalten sollst. Aber... Die Leute im Dorf sind von ihrer Version der Geschichte überzeugt. Du weißt doch, wie wichtig ihnen die drei Gefährten sind. Wie würden sie wohl reagieren, wenn jemand plötzlich behaupten würde, all das sei ein Missverständnis gewesen? Ich schätze mal, sie würden ziemlich wütend werden. Ganz genau. Unser Vorfahr, der Maskenschnitzer, hat damals alles versucht, um den Dorfbewohnern die Augen zu öffnen. Doch seine Worte stießen auf taube Ohren. Schlimmer noch, man bezichtigte ihn der Ketzerei. Boah, im Schild hier echter Kamm. Um seine Nachkommen, also uns, zu schützen, beschloss unser Vorfahr, fortan zu schweigen. Stattdessen begann er, die wahre Geschichte als Familiengeheimnis von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Verstehe. Weiß Joe eigentlich von der Sache? Ich denke nicht. Von mir hat er die Geschichte zumindest noch nicht erfahren. Warum fragst du? Einfach so. Im Gegensatz zu allen anderen ist Joe ein Riesenfan vom Oni. Manchmal spielt er sich richtig als Experte auf, als würde er mehr über Ogepon als wir wissen. Nun ja, der Junge ist recht feinfühlig. Gut möglich, dass er intuitiv etwas ahnt. Wenn die Zeit reif ist, werde ich auch Joe über die ganze Geschichte aufklären. Doch fürs Erste verliert ihr darüber kein Sterbenswörtchen an irgendjemanden, verstanden? Ja, okay. Jetzt kann ich Joe erst recht nichts erzählen.
Ach übrigens, wegen der Maske, die du mir vorhin gezeigt hast. Mir ist aufgefallen, dass ein Teil des Edelsteins an der Stirnpartie fehlt. Wenn du sie vorübergehend in meine Obhut gibst, kann ich sie vielleicht reparieren. Ui, das ist bestimmt passiert, als die Maske die Treppe runtergefallen ist. Wenn wir sie reparieren lassen können, bevor wir sie Ogapon zurückgeben, sollten wir das tun. Du übergibst dem Großvater die türkisgrüne Maske. Und keine Sorge, ich gebe gut drauf Acht. Das will ich auch hoffen. Okay, wo ist jetzt Joe hin? Ich denke, wir sollen die nächste Infotafel suchen. Oh, er hat gelauscht. Oh. Oh, Joe. Wie kannst du nur? Ich kann es kaum erwarten, Ogapon wiederzusehen. Aber bis die Maske repariert ist, müssen wir uns wohl oder übel gedulden. Ich kann nicht glauben, dass ich das freiwillig vorschlage, aber vielleicht sollten wir in der Zwischenzeit den Orientierungslauf fortführen. So schöpft Joe hoffentlich auch weniger Verdacht. Vielleicht. Oder er weiß jetzt bereits alles. Ich könnte wetten, dass Joe gerade irgendwo im Dorf die Zeit totschlägt. Tja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Triff dich mit Joe. Dank der Karte weiß ich, wo er sich befindet. Karte sei Dank. Hier irgendwo, oder? Da. Hallo. Alles klar mit dir? Oh, hey Johnny. Sag mal, worüber hast du eigentlich eben mit meiner Schwester gesprochen? Ja, so ein bisschen dies und das. Aha, verstehe. Die Infotafeln, also die letzte ist ein bisschen weiter weg. Und zwar auf der Paradiesebene, auf der anderen Seite des Oniyama. Das heißt, wir müssen in Richtung Nordwesten vom Berg runtersteigen. Lass uns aufbrechen. Oh, der arme Junge. Warum lügst du mich an? Ich weiß auch nicht genau, warum wir dir das nicht erzählen sollen, ehrlich gesagt. Knipse Foto von der Infotafel. Die ist jetzt wo? Paradiesebene. Da. Okay. Bringen wir uns auf direkten Weg dahin. Autsch. Ich meine, ich habe ja meinen Koraidon dabei und damit sollten wir in 0,nix dort sein. Was bist du? Oh, ein Rettan. Nehmen wir... Ach komm. Ich hab's nicht mal berührt. Und vielleicht sollte ich Sulord noch... Verarsche? Wir können nicht flüchten. Danke. Ich wollte schon sagen, ey. Wir setzen... Affiti an die erste Stelle. Warum nicht? Unser legendäres Pokémon kommt nur mit, was cool ist. Nicht unbedingt, weil es viel kämpfen soll. Außer natürlich als Ass im Ärmel. Es will nicht höher klettern. Doch, es will höher klettern. Ja, wenn man im Spiel halt noch nicht so weit gekommen ist, kann man halt noch nicht klettern. Da muss man halt den umständlichen Weg nehmen. Aber ich habe es mir verdient, den kurzen Weg zu nehmen, würde ich sagen. Donnerzahn. Interessant. Drachen des Odi. Immer die Augen so ein bisschen offen halten. Für ein Shiny-Pokémon oder so, aber... Das wird vermutlich nicht passieren. Wir würden hier nirgendwo durchkommen. Nirgendwo. Moment. Abkürzung. Halt dich bitte fest. Bitte, 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 ja? So praktisch, wenn man hier einfach nur nach oben klettern kann. Ich sehe nichts. Doch, ich sehe wieder was. Und es hat funktioniert. Verzeihung. Doch, klappt. Klappt alles. Wow, wie hoch ist denn das? Ich bin ja quasi noch nicht wirklich näher dran, oder doch? Ich glaube nicht. Ich bin gleich wieder bei diesem See.
Ja, das ist ja sie. Ja, ich gehe jetzt hier oben lang. Ich sagte, ich will den kürzesten Weg gehen. Inferno Pass. Das ist ein richtiger Pass hier. So, und dann hier abspringen und in die richtige Richtung leiten. Sehr gut, Kraidon, sehr gut. Wir sind bestimmt gleich da. Was sind das da für komische Formen? Diese Steine da meine ich. Sollten sie irgendwas bedeuten? Falls ja, erkenne ich nichts. Aber ich verliere an Schwung. Das bedeutet, wir springen nochmal ab. Und los geht's. Ja, so erreicht man ein Ziel am besten. Lass mich raten, da hoch, auf diese Bäume kann ich... Doch, auf diese Bäume kann ich auch gehen. Vermutlich. Kuraidon, schaffst du das? Du schaffst das, ja. Oh, ich bin perfekt gelandet. Habt ihr die Tafel gesehen? Ich, ja. Was, beim Uni neues Gelände verfügbar. Schön. Oh, Pampuli. Stark. Du hier, Nasknet. Oh, wow, was gibt es denn hier nicht? Es gibt ja viele coole Pokémon, das muss man sagen. Simple. Moment mal. Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich habe gerade eine Eingebung. Kann ich diese Teeschale? Wo ist sie? Was ist eigentlich dieses Mochi-Zeugs? Ach so, langweilig. Hier. Eine wunderbare Teeschale löst bei einem bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Sie weist Risse auf, aber das wirkt sich nicht negativ aus. Oh. Nee, nicht geben. Einsetzen. Aha, ich hatte recht. Ich hatte recht. Mocha entwickelt sich. Fatalicia. Es gibt sich als Tee aus und versucht jenen, die es versehentlich trinken, die Lebensenergie auszusaugen. Allerdings wird es oft durchschaut. Naja. Oh, Quirlschuss. Doch, das ist doch die coole Attacke da. Verschießt gequirlten Tee. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird als KP gutgeschrieben. Ziel erleidet eventuell Verbrennung. Das ist halt schon cool. Das ist halt schon cool, aber ich denke nicht, dass ich mit diesem Pokémon hier kämpfen möchte. Also gar nicht. Trotzdem ein neues Pokémon bekommen. So soll es sein. Wie gesagt, alle Pokémon, die ich nicht kenne, die würde ich dann schon gerne haben. Pampuli, hallo? Sandame! Wir lesen jetzt erstmal das Ding hier. Hallo? Lesen. Mal sehen, was hier für Quatsch geschrieben steht. Das hier ist die Paradiesebene. Ziemlich trostlos, was? Der Überlieferung zufolge wurde der Oni hier wohl häufiger gesehen. Aber sag mal, was hältst du von einem Kampf, bevor wir uns um die Infotafel kümmern? Warum nicht? Klar. Wenn es dir Spaß macht, dann mache ich erstmal deine Pokémon wieder fit, ja? Dankeschön. Nein, shit. Ich habe das T-Ding jetzt noch dabei. Sandama, du solltest da weggehen. Stehst da ein bisschen im Weg. Dieses Mal gewinne ich. Könnte sein. Könnte sein. Ich habe ein Pokémon dabei, das ich nicht dabei haben möchte. Oh, nee. Yanma. Okay, du startest mit Yanma. Das, ist okay. Aber Yanma ist schneller als ich, oder? Ich will gewinnen. Dafür gebe ich alles. Ist ja gut. Ist ja gut. Schlitzer. Ha. Seht ihr, wie schnell Affiti ist? Stark. Windschnitt. Autsch. Ja, es macht den Volltreffer, klar. Machen wir weiter. Das war der Volltreffer, den ich sehen wollte. Nein, ich kann einfach nicht mithalten. Das ist richtig. Oh nein, jetzt kommt das Pokémon auf Erfahrungspunkte. Oh nein. Quappu. Stark. Mumpitz, dein Part. Dein Part. Ich meine, Quappo ist cool. Keine schlechte Wahl für dich, Joe.
Definitiv nicht. Na dann. Hauen wir rein. Oh oh. Erdkräfte. Gewaltig. Urgewaltig, könnte man sagen. Aber der Dynamo wurde aufgeladen und somit kein Problem. Ah, das war wohl wieder die falsche Entscheidung. Nein, ich muss mich konzentrieren. Mach ruhig. Wutpulver will es erlernen. Ja, mein Gott, mach das halt. Mach das halt. Megasauger kann weg. Sehr gut. Visenior. Ein Visenior. Damit kommen wir klar. Dann vor Gitter. Du darfst auch mal wieder. Los geht's. Diesem riesigen Dame. Ah, stark. Schniffler, ja. Diesmal denke ich daran. An was? An den Muggelhieb. Bums. Nicht ultra stark, aber hey. Immer zu gebrauchen. Und nun der Riesenhammer. Superzahn ist unfair. Superzahn ist unfair. Dafür bekommst du den Riesenhammer. Reicht nicht. Warum reicht das nicht? Schade. Aufräumen. Oh, stark. Oh, stark. Finde ich gut, dass du hier ein bisschen aufräumst, wie Senior. Das war nötig. Oh, ist hier Apfel. Jetzt weiß ich noch nicht, was für ein Typ das ist. Ich versuche mal Skelocrock. Ich denke, es wird immer noch den Typ Pflanze haben, oder nicht? Das habe ich jetzt nicht mal mehr im Kopf. Wir müssen es aber gleich feststellen, würde ich sagen. Warum muss es immer so kommen? Weil du gegen mich kämpfst, verstehst du? Dieser Apfel ist so cool. Schön süßigen Geruch. Außer ich werde es nicht so cool. Weißt du was? Wir werden zuerst mal. Nee, wir hauen direkt drauf. Komm, wir hauen direkt drauf. Ludalit! Neutral effektiv, ja. Weil Typ Pflanze und Drache nehme ich an. Sirapfel, jetzt! Hülle deinen Gegner in Sirup. Oh, was machst du da? Sirup-Bombe? Wow, wie das aussieht. Ich wurde in Sirup gehüllt. Oh, und jetzt sinkt jedes Mal meine Initiative. Na gut, na gut. Drachenkurs, okay. Stark. Flammenwurf. Sag gute Nacht. Sirapfel ist cool, aber kann leider nicht mithalten. Sandama hat immer noch zugeschaut. Das war stark. Ich bin einfach zu schwach. Ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, aber... Man kann nicht immer gewinnen. Verloren. Ich bin zu schwach. Kein Wunder, dass... Was hast du denn? Egal. Auf zur Infotafel. Bringen wir die Aufgabe endlich hinter uns. Wie du meinst. Wie du meinst. Nähert sich dir zur Dämmerstunde außerhalb des Dorfes eine Schattengestalt, so sei auf der Hut. Setz auf der Stelle eine Maske auf, um dein Antlitz zu verbergen, und verneige dich. Ob Mensch oder Oni, er wird nur die Maske sehen und dich deines Weges gehen lassen. Solltest du keine Maske zur Hand haben, so hoffe, dass der Schatten sich als Mensch erweist. In diesem Fall darfst du den Sonnenaufgang erneut erleben und wirst nie mehr deine Maske vergessen. Entpuppt sich der Schatten jedoch als Oni, hat für wahr dein letztes Stündlein geschlagen. Der Oni raubt jedem die Seele, dessen Gesicht er erblickt. Du wirst nie ins Dorf zurückkehren. Ob da was Wahres dran ist? Naja. Früher hatten die Leute immer eine Maske dabei. Jetzt rate mal, wer die alle hergeschafft hat. Niemand anderes als der Ur-Ur-Uropa von meinem Opa. Oder so ähnlich.
die Geschichte ist also wahr. Dass der ohne die Menschen die Seele geraubt haben soll, halte ich für eine Lüge. Aber der Teil mit den Masken und dass meine Familie sie angefertigt hat, stimmt wirklich. Wir stellen seit vielen Generationen Masken her. Mein Opa ist zum Beispiel auch Maskenschnitzer. Sogar das Maskenfest sollen sich unsere Vorfahren ausgedacht haben. Aber mir gefällt nicht, was hier auf der Tafel steht. Sie hatten Angst vor dem Oni. Okay, aber warum mussten sie gleich so überreagieren und ihn aus dem Dorf vertreiben? Der arme Oni muss bestimmt total einsam gefühlt haben sich. Wie kann man andere nur so behandeln und ausschließen? Es tut mir leid, dass wir dich auch gerade ausschließen müssen, Joe. Was tut dir leid? Lass uns schnell noch ein Foto machen, ja? Naja, wir sind beide scheinbar nicht allzu glücklich. Und kann ich bitte was Neues anziehen? Ich hasse es so sehr. Damit wäre unsere Aufgabe abgeschlossen. Meine Pokémon und ich müssen noch viel stärker werden. Ich gehe da mal nach Hause. Ja, dann geh. Ruh dich im Gemeindehaus aus. Na gut. Wow, so ein Dame ist gerade auf mich zugerollt, habt ihr das gesehen? Verzeihung? Da. Ich könnte auch dahin fliegen, aber nein, ich gehe zu Fuß. Vielleicht finden wir noch etwas Cooles. Könnte ja sein. So shiny oder so. Sehr stark. Shiny Pampuli wäre extrem stark. Ihr wisst, was ich meine. Da ist noch so eine komische Steinkombination. Da ist doch bestimmt was oben drauf, oder? Das kann nicht anders sein. Und Uster, lass mich das mitnehmen. Und da oben ist eine TM. Wer hätte das gedacht? Werden wir nie hingekommen. Unser Koraidon-Freund. Das klettern und fliegen kann. Was sagt die Zeit eigentlich? Die Zeit sagt, es dauert schon wieder viel zu lange. Kommt hier nicht wirklich schnell voran. Aber ist ja auch okay. Nehmt das mit. Steinkante, stark. Ach so. Dachte gerade, das sieht ein bisschen komisch aus. Was bist du für eine? Wisst ihr was, diesen Kampf machen wir jetzt noch, aber dafür müssen wir uns heilen. Dieser Kampf könnte hart werden. Dieser Kampf wird vermutlich hart werden. Das sind immer die stärksten Fäder mit dieser schwarzen Textbox da. Oh, 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 beinahe wieder den Fehler begangen. Und hier. Windwoge nicht mitgenommen. Es brauchen wir definitiv im Team. So, und dann legen wir los. Okay, okay. Ich bin Kanemitsu von den Maskonis. Mach dich bereit, denn die Sonne selbst wird nun dein Gegner sein. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich keine Zeit mehr heute, aber dieser Kampf könnte hart werden. Vulnona. Vulnona. Düre, gefährlich. Gifty. Nein, du... Haufen Scheiße. Ja, toll. Das Spiel hat wieder das gemacht, was ich nicht wollte. Aber ist in Ordnung. Ne, ist nicht in Ordnung. Okay, Windwoge noch nicht einsetzen. Zulord. Zulord, Zulord, Zulord. Wow, ich bin unterlevelt. Leute, das gibt's doch gar nicht. Ich werde... Ja, terrakristallisieren mit Zulord. Dass ich den Gifttypen loswerde. Somit Feuer mir nicht allzu viel anhaben kann. Ist das ein Deal? Ich denke ja. Okay. Ihr Licht, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Zulord, hau rein. An. Nee, die Verbrennung ist gar nicht gut. Wir machen aber erstmal weiter.
Flammenwurf. Wow, zu viel Schaden. Erdbeben. Das war leider kein Volltreffer. Nee, wir wollen Sumrod heilen. Auf jeden Fall. Jetzt vorsichtig klicken. Top Genesung, ja. Auf Sumrod. Die Sonne müsste eigentlich auch bald mal zu Ende gehen. So, Verbrennung geheilt und KP sind wieder da. Flammenwurf. So viel Schaden. Warum? So viel Schaden. Was, wir machen das jetzt lame. Wir machen das jetzt ultra lame. Wir heilen uns hoch, denn die Sonne müsste gleich verschwunden sein. Ich will jetzt auch nicht wechseln. Wie kann das so viel Schaden machen? So, noch einmal heilen und dann müsste die Sonne weg sein, oder? Oder... Oh, wirkt die Türe für immer? Nee, kann nicht sein, oder? Es waren doch jetzt schon längst 5 Runden. Großer Gott. Ja, schon wieder ver... Oh, das darf doch nicht wahr sein. Komm schon, Sonne weg. Sonne weg? Warum nicht Sonne weg? Das darf doch nicht wahr sein. Ja gut, das ist ein Satz mit X jetzt, ne? Warum ist es so stark? Hätte ich nie gedacht, dass Sumrod so viel Schaden von einem Flammenwurf abbekommen wird. Jetzt ist Sonnenlicht jetzt weg. Sonnenlicht ist immer noch da. Naja, was soll's. So geht das nämlich. Und jetzt, mein Freund, sind wir am Zug. Ja, Hydrodampf, komm. Jetzt hör doch auf damit! Mein Pokémon ist gar nicht da. Verdammtes Irrlicht. Hydrodampf. Weg mit dir. Ich sagte doch, dieser Gegner wird zum Problem. Jetzt ist die Sonne endlich weg. Oh, diese verdammte Verbrennung ist nicht gut. Tengulist. Ja, Tengulist. Das ist auch ein Problem. Eine starke Unlichtattacke ist ein Problem für mich. Ja, dumme Türe hält ständig an, ja. Bis zum Wechsel halt. Loderlied. Schwertat. Oh oh, oh oh, oh oh. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Reicht natürlich nicht ganz aus. Kacke. Ich hätte das Irrlicht einsetzen sollen. Tiefschlag, ouch. Ja, das war abzusehen. Das ist jetzt ein gewaltiges Problem gerade. Kran vor Kita, du bist dran. Das ist ein gewaltiges Problem gerade hier. Ich hätte den Kampf nicht machen sollen. Ah, komm, das kriegen wir hin. Kein Problem. So, sah gut aus. Jetzt müssen wir ein bisschen schnell eigentlich sein, was wir... Oh Gott! Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, ich gebe es zu. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wow, mein Stahl-Pokémon einfach so besiegt. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Was? Ja, ich muss mir schon zeigen, was hier los ist. Skelabra. Okay, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Wampitz wird jetzt diese Runde für uns überstehen müssen. So, direkt Top-Genesung hier. Wampitz, du musst es für uns überstehen. Flammenwurf. Was zum... Warum ist das so unabartig, glaublich, unmöglich stark? Warum? Die Sonne ist nicht da. Wampitz hat gute Verteidigungswerte. So. Schluss mit lustig jetzt. Windwoge, ich bin froh, dass du dabei bist. Für sowas von.
Volltreffer. Genau sowas brauchen wir. Danke, mein Freund. Oh, wow. Fresse! Oh, Dressella. Oh, das ist nicht gut. Doch, das ist gut. 77. Leute, 77. Das Level. 77. Oh nein, wir sind tot. Wir sind tot, oder? Oh nein. Es brennt! Oh, es brennt. Das ist wichtig, das ist wichtig. Oh, das ist wichtig. Oh nein. Oh, was mache ich hier nur? Was mache ich hier nur? Oh nein, es boostet sich zu Tode. Spezialangriff steigt. Na, wisst ihr was? Damit komme ich klar. Glaube ich. Ja, sehr gut. Ich will jetzt nicht den Kampf riskieren, deswegen... Verdammt, habe ich kein Spezialverteidigungsdingens mehr. Oh nein. Okay, machen wir so, machen wir so. Ich belebe jetzt. Dich wieder. Weil die Verbrennung ist ja da. Ich werde den Kampf so oder so gewinnen. Blättertanz, ja seht ihr, das tut jetzt weh. Das tut jetzt verdammt weh. Alter Schwede. Das ist der stärkste Trainer, den es hier gibt, kann das sein? Ja, dann Vorita. Okay, doch. Wir haben es geschafft, denn jetzt kann ich wieder den Mogelhieb einsetzen. Leute. Das, das war mal ein Kampf hier. Das war mal ein Kampf. Ich hab jetzt auch noch. Okay. Bringt aber nichts. Das war's. Mein Gott. Ja, viel zu langer Part wieder, aber ist in Ordnung. Nur Gran Fogita kann profitieren, aber trotzdem geschafft. Wow, krass. Das ist geschafft, mich, ein Mitglied der Maskulis, zu besiegen. Naja, besiegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber... Wir konnten gewinnen. So kann man das ausdrücken. Okay, 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 da ist noch irgendwas Cooles. Nee, nicht wirklich. Nee, Leute, mir wird's hier zu gefährlich. Aber sowas von. Wir fliegen zurück. Dahin. Gemeindehaus, ja. Ja, bitte. Oh nein. Oh, die war viel zu mächtig für mich. Viel zu mächtig. Irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie. So, Pokémon heilen. Wie gesagt, irgendwie hat es geklappt und das ist das Einzige, was zählt. Leute, das war's für heute mit Pokémon Karmesin und der türkisch-grünen Maske. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.